Dieses Tiny House steht bei uns ganz in der Nähe und wir übernachten heute drinnen. Die Besitzer warten auf uns, deswegen schauen wir mal rein. Moin! Hallo! Reinspaziert! Hallo! Ein Zimmer heim! Schuhe abputzen! Genau! Herzlich willkommen im kleinen MC-Dill, ne? Wir haben hier Janina und Christoph und die haben uns eingeladen, hier heute mal eine Nacht zu verbringen, denn die letzten Tiny House Videos, die kamen ja ziemlich gut an. Das Thema ist bei uns auch noch nicht ganz durch. Und ihr habt ja den Schritt gewagt und euch eins organisiert. Wie ist das denn passiert? Ja, das ist im Prinzip mitten in der trostlosen, depressiven Corona-Zeit entstanden, also im Corona-Lockdown. Ja. Wir beide leben beide irgendwie vom Tourismus und waren beide von Corona betroffen, also auf Deutsch gesagt kaltgestellt. Und wir haben, wie wir das alle in Deutschland gemacht haben, wir haben die Zeit der Lockdowns haben wir irgendwie totgeschlagen, haben uns Dinge angeschaut und sind auch durch die Gegend gefahren. Und so war es auch an einem Tag, ähnlich wie heute. Es hat geregnet, es war nicht besonders schön, auch nicht besonders repräsentativ. Und wir waren auf dem Hümling im Naherholungsgebiet Sowolswald. Und da gibt es den Campingplatz. Und auf diesem Campingplatz standen Mobilheime. Die sahen aber ungefähr so aus, als wenn man da auch einen Horrorfilm hätte drehen können. Mhm. Also, Lost Place. Aber es war der 2.1. Es stimmt, es war gerade Neujahr, aber es war so ziemlich Lost Place-mäßig und wir haben uns so gedacht, warum? Mhm. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert und wir hatten schon im größten Tiny House Park Deutschlands mal getestet, geschlafen für eine Story. Ja, wir haben halt beruflich schon einige Übernachtungsmöglichkeiten gesehen, also vom Schlafstrandkorb über den Sleepery Cube, die es leider nicht mehr gibt, bis eben auch zum Tiny House. Und das Tiny House fanden wir bisher eigentlich am besten, hat uns am besten gefallen. Und dann haben wir uns das überlegt, wo kann man das überhaupt bauen, wie sehen die Richtlinien aus, und dann ist es immer konkreter geworden und diejenige, die es am besten kann, hat es durchgerechnet, das ist Janina. Und ich bin die Frau für die Zahlen und er der Mann für die Wörter.